Dann geht es los jetzt mit der Daily Hero im tiefen Sumpf. Großartig. Ich nicht. Goldener Sandsamen kannst du mir schicken. Ja, brauchst du nicht, weil ich weiß ja, dass du ab morgen auch Alchemie skillen möchtest. Und ich weiß, dass du mit meinem Elixier, was ich brauche, skillen kannst am Anfang. Deswegen behalte die lieber selber und skill damit. Selber deine Alchemie hoch ab morgen. Was bringt dir mehr? Dann kannst du mir Teile von den Elixieren vielleicht abgeben. Das wird ja komplett reichen. So, wir brauchen jetzt erstmal was zum Verkaufen. Da. Nee. Oh, ja, doch, eigentlich auch okay, ne? Wir haben hier nichts zu verkaufen. Ja, wir haben hier Goldfischstäbchen. Wir haben einfach nur alles wertvollen Shit hier gerade. Ne, das könnte ich auch, glaube ich, im Haar verkaufen. Den Stab, den würde ich auch im Haar verkaufen, sowieso. Hier ist Schneiderrezept. Ja. Tja. Mit dem Chaos Inventar wohl leben. Da ist ein Briefkasten. Oh, diese Nährstofftunika, die kann man aber verkaufen. 3 Gold 91. Das war nix. Ja. Rüstmeister des Konsortiums. Ja, die haben wir ihn umhoch, ne? Okay. Was bist du? Wirksame Tränke? Gemischtwaren? Exotische Kreaturen. Haustiere, Papageien, Siamkatzen, Motten, Hasen, Mana-Würmlinge. Schön. Und eine Kakerlake. Ne, wer noch keine zu Hause hat, kann sich die jetzt im Spiel holen. Obwohl, wir können mal eben nach Shadrath. Dann können wir in die Bank, zur Bank. Oder vielleicht ins AH. Warte mal. Nee, ins AH geht nicht. Schauen wir nicht mehr. Oder doch? Oder nicht? Doch, das geht bestimmt. Dann müssen die uns halt porten. Wir sind einfach mal so faul. Ich muss mein Inventar leer machen. Weil im tiefen Sumpf droppt der ganze Elementarkrempel und der ist immerhin viel Geld beim Händler wert am Ende in Grau. So, hier können wir schon mal ein. Das Ende der Legion. Zweimal von Sargeras abgeben. Sind immerhin 50 Ruf. Seid wachsam. Was ich dazu sagen soll. So, bitte. Mögen eure Tage lang. 50 Ruf und wir brauchen Wohlwollen für die erste Schulterverzauberung. Wo ist denn Aldor hier? Komm. Das dauert aber noch, Mann. Doof. Der Mechanaramann hat schon was Gutes gebracht. 4-8 zu 6 jetzt freundlich. Ist auch gut. Und nur mal kurz ins AH. Denn. Ah, stopp, stopp. Traumwinden und Netherblüten können wir dann dem Krieger schicken. Weil da geht natürlich sein Alchemie-Skill vor dem Gold, den ich jetzt hier damit machen kann. Oh, sehr gut, ein Hexenmeister. Ein Hexenmeister kann in der Inni auf Hero natürlich Gold wert sein mit dem Bannen. Ich meine, die Hero hat gestern ja auch gut geklappt. Warum sollte hier jetzt nicht funktionieren? Weil es eine schwerere Hero ist, wahrscheinlich. Ja, vernünftig Pult sollte es gehen. So. Wir haben zu verkaufen. Siegel des Sonnenzorns, wie teuer. 50 Silber einer. Also 2 Gold 50. Haben oder nicht haben. Heute nicht mehr viel, aber. Aber wir kriegen schon wieder 20 Gold von unserer Schneidermeisterei. Ne? Ihr Geld wird nur für Mana-Partikel kriegen. Geben wir nicht ab, weil die brauchen wir. 2 Gold für ein Mana-Partikel. 10 Stück machen erstmal 1 Ur-Mana und das kostet dann 20 Gold und dafür brauche ich 14 Stück für meine Robe. Also. Klar. Netherblüten. Über ein Gold eine. Kann ich aber auch nicht abgeben. Und Traumwinden. Ja, die ist nicht so viel wert. Okay. Aber der Stab, den wir hier haben, wie teuer ist der? Bitte, bitte, bitte. Alter, nix.
Er ist ja nichts wert. Das kann doch nicht wahr sein. Wie frustrierend. Wie frustrierend. Nur 12 Gold gibt der Stab. Er kostet nur 9 Gold beim Händler. Habe ich das aber echt mehr erwartet. Was geht euch durch den Kopf? Mana-Partikel dann drauf. Der Stab kommt auch hier drauf. Und warten wir damit einfach nochmal ab. Weil den will ich jetzt eigentlich nicht einfach für nichts abgeben. Und meine Bank ist jetzt ab jetzt voll. Gott. Fort mit euch. Oh, ich habe überall Platzmangel. Oh. Das ist ja eine Sauerkrautsgruppe. Ich glaube, ich gehe wieder. Oh Gott. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass das jetzt hier die Premium-Gilde vom Server ist, wäre ich jetzt, hätte ich glaube ich nicht Hallo gesagt. Oder da ich mit will. Leichter Leistungsdruck gerade. Donnergroll. Der hat schon eine Waffe hergestellt. Hammerschmiedemeister. Ja, klar doch. Die Armbrust aus Karat, der schon. Ey. Aber nur die schlechten Sockel. Haha, ich habe bessere. Groß mache ich Schatter. Klappe aufreißen gegen so einen hier, ey. Oh Gott. Der Tank. Na, was hast du so? Karasan. Grollhof-Sachen. Ja, die Grollhof-Sachen sind gut für Tank, Feraldruin, das ist richtig. Du Scheibenkleist. Und ich denn ahnen, dass ich mit... Ist der auch von Sauerkraut zu achten? Noch mehr von denen. Soll ich mal schreiben, schöne Grüße von Slingeshot? Müsste ich, ne? Der hat ja noch Sachen aus BWL an. Was ist denn jetzt hier falsch? Ah, T4 Kopf hat er auch schon. Ist das nicht der Umhang von Hacker? Ja, stimmt, steht da ja Hacker. Links oben der Kirin-Tor. Okay, der ist noch nicht lange 60, glaube ich. Der sieht noch bescheiden aus, aber der Krieger hat schon... Ja, ist eine Erfahrung. Ja, richtig ist. Ich meine, die Indie habe ich aber auf Hero noch nie geheilt. Das sind halt wirklich... mit dem allerletzten Raid vor BC sind sie die beste Gilde vom Server geworden. Die haben zwar nicht den First Kill in Nax damals gemacht, aber die waren die ganze Zeit so zweiter, dritter vom Tempo. Und mit dem allerletzten möglichen Raid haben sie den aktuellsten Raid als schnellste Gilde um Server hingekriegt. Die sind überhaupt in Deutschland Spitze mit am Rumhängen. Ja, ich meine, warum nicht? Vielleicht sehen die dann meine puren Heiler-Skills und wollen mich dann jetzt haben. Hm. Die scheinen dann ganz schön Heilermangel zu haben da bei denen, wenn sie Heiler suchen. Weil eigentlich spielen solche Gilden immer nur intern. Weil die sind ja auch groß, glaube ich, oder nicht? Sauer. Crowds. 26 Leute online und die haben keinen Heiler. Auch noch ein Magier, sehr gut. Tots Mage. Ja, irgendwo schon. Aber nicht, wenn man... Ja, dadurch, dass ich jetzt noch nicht ewig Heiler spiele. Nein, jetzt hätte ich lieber was, was ich von Souverän spielen könnte. So blind. Wenn ich da reingehe und ich wüsste ganz hundertprozentig, ja, einfach klappt. Aber jetzt so einfach mal zum ersten Mal ist schon... Ja,
Naja, schauen wir mal. So. Weil man darf nie vergessen, dass die Leute in WoW auch ganz schnell mal sehr, sehr nörgelig werden können. Und da hat man wenig Lust zu. So. Die müssen auf Hero stellen. Hallo, Noobs. Was für Noobs sind das? Steht noch auf. Oh mein. Ah, da kommen sie wieder raus. Dachte ich mir doch. Tisch steht drin. Oh. So. Mana-Kekse noch eben geholt. Ich habe auch noch leider nur den kleinen Ausdauerbuff. Da muss ich auch noch mal ein bisschen investieren. So. Draußen jetzt auf Hero stellen. So, einer. Okay, dann. Jetzt wäre nur der kleine Ausdauerbuff. Ich hab, Kollege. Oh, warte. Stopp! Ab, danke. Wieder ein Druidentank übrigens, also die sind wirklich Bombe. Ich meine, das sind ja auch die Könige im Schnell-Aggro aufbauen, das muss man denen ja auch mal lassen. Was jetzt hier? Das stelle ich mir hier schwer vor, das weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ich finde der tiefe Sumpf so eine Indie, die eigentlich konst. So richtig nervig ist sie nicht, aber sie ist halt auch konstant nicht so. Ja, wenn man Mist spielt, dann ist sie schwer, aber ansonsten halt auch nicht. Ich weiß noch nicht so genau, was ich hier vernehme. Und ich komme nicht so viel Gruppenschaden, der überfordert mich immer schnell. Will heilen hier. Mana-Partikel, Lebenspartikel, boah, brauche ich, mega, cool. Solange die hier enragen, tue ich mal besser immer over. Ich direkt mal voll. Falsch Knast. Taste. So. Oh, da kriegt der Krieger auf die Nuss. Da kriegt der Krieger schon wieder auf die Nuss. Hör auf damit. Ja. Passt, passt. Alles unter Kontrolle bis jetzt. Mal abwarten, wenn die Riesen kommen. Oh, Anregen, sehr gut, sehr nett. Dankeschön.
Oh, da hat er aber mal eine Kelle gekriegt. Das finde ich so schwierig teilweise. Das hat sogar der Asmongold gestern den Karasan gesagt irgendwann. Du hast halt irgendwie so eine Zeit, da fällst du halt im Leben nicht, er tankt ja selber. Und auf einmal kriegst du einen Schlag ab und du denkst einfach nur, was hat der Mob jetzt mit dir gemacht? Das war jetzt auch die ganze Zeit der Pawns, der hat die ganze Zeit 90 Leben gehabt und auf einmal fällt er auf 30. Von jetzt auf gleich ist. Und das als Tank, das geht. Ja. Wenn er dann zwei so Schläge kriegt, da kannst du ja nichts machen. Ihn jetzt. Das ist hier die Geheimwege. Das hier für ja, guck mal, bist du mal mit so einer Gilde unterwegs, siehst du mal ganz alternative Ecken von der Ini. Was ist denn hier los? Na gut. Oh. Okay. Was sind das denn hier für Wege? Verdammt. Fällt ins Wasser und dann kommen hier die ganzen Piranhas an. Finde ich nicht gut. Wo ist der Magier? Ist das der Magier? Das ist der Magier. Okay, den sollten wir doch eventuell da kriegen. Jawohl. So. Bitteschön. Mana. Jetzt geht die Reise hier weiter, oder was willst du mich eigentlich? Warum macht man das? Ich meine, die Trash Mobs haben doch wunderbar funktioniert. Ich hätte nicht so den Vorteil. Hier kommt es ja nie durch, ohne dass da jemand stirbt. Oh, oh, oh. Ja, sehr schön. Oh Gott. Okay.
Gib mir Mana. Mana. Jetzt kommen die zwei Riesen da oben. Da kommt der erste Boss. Der kann ja eigentlich nichts. Oder? Wenn man auf die Pilze achtet. Den mache ich mir eigentlich wirklich gar keine Sorgen. Und die zwei Riesen. Oh. Ja, da mache ich mir schon Sorgen. Okay, alles klar. Okay, Mana. So, aber sowas von Mana. So, Mana intensiv, diese Heroes, das ist ja... Ah, okay, man merkt, gerade 70 geworden. Wir haben vom 70er Gear noch nicht viel. Wir haben sogar noch 60er Gear an. Ein Teil oder zwei? Ein Teil, ne? Ja. Und ansonsten wirklich noch nicht so gutes Gear. Und das merkst du jetzt hier wirklich, meine Güte. Ah, Lebenspartikel droppen hier. Hier gehe ich öfter rein. Nur noch Terrorzapfen. So. Machst du Schaden? Oh, der macht doch Schaden beim Krieger. Warum? Auf damit. Aber ich merke auch schon, dass in Zukunft der Druide natürlich in super angenehm wird. Zwar nicht so wie der im Gruppentanken, aber wenn der wirklich so komplett auf Void geht und der einfach nicht mehr getroffen wird irgendwann, ist das natürlich unfassbar angenehm. Pilze wachsen. Oh, noch mehr. Wird. Damage, ihr schafft das. Oh, erster Boss down. Der war einfach gut. Aber das hatte ich erwartet. Der konnte eigentlich nicht großartig Probleme machen. Beim zweiten zum Beispiel sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Der kann Probleme machen. Der dritte denke ich nicht. Weiß ich nicht. Der ist auch ein bisschen random. Aber der und dann halt die Schattenmutter. Aber wir haben halt alles Ranged DDs bis auf einen. Das sollte eigentlich gut sein für die Kettenblitze. Ich glaube, die Kettenblitze darfst du halt auf Hero nicht abkriegen. Ja. So relativ sicher. Das ist echt entspannt. Jetzt ist es wirklich gut. Es gibt halt auch Gutruf für die Expedition des Szenarios. Die brauchen wir auf ehrfürchtig. Wir haben unser Biss, unsere Biss-Offhand, wenn wir ehrfürchtig sind.
Das stand schon so als Priester in dem Priestergeist. Das ist zwar gut, der Priester ist ein guter Heiler, aber der hat total scheiße Biss zu holen. Aber wie alle Schneider, weil die Schneider erstmal alle schneidern müssen, wie blöd. Oh Gott. Ja, okay. Das war too much. Hab ich nicht hingehört. Pulsierender Kristallschild, beim Anlegen gebunden. Ja, bitte. Geben Sie mir, ich brauche Geld. Na. Okay, dann Ausdauerwaff, natürlich. Gratisheilung und dann kriege ich Mana. War einfach viel zu viel Damage. Aber das ist ja nun mal BC allgemein extremst nahkämpferunfreundlich zum Teil. Wir brauchen die echt schon irgendwann dieses Gear, damit sie da machen weiterhin eigentlich Schaden wie einen guten Schaden, brauchbaren Schaden. Also, ne? Klar, gerade solche Spieler hier, die eh wissen, was sie tun. Wenn jetzt einfach gerade auch die haben halt am Anfang noch nicht das Gear und dann werden sie halt einfach von den Heroic Schaden umgesammelt, gerade die DDs. Der Mage, der war ja auch voll knapp dran. Normal sind Mages ja auch von Natur aus One-Hits. Ja. Jo, bitte. Sie können, wenn sie wollen. Wenn nicht, dann nicht. Dann lass uns bleiben. Okay. Oh, da kommen zwei Riesen. Einer reicht, bitte. Das ist schon echt cool. Wenn schon die zweite Hero direkt funktioniert und das mit dem Gear, dann muss ich mich um die Hero-Inis eigentlich kaum Gedanken machen. Ausnahme sind, denke ich wirklich, bleibt die Arcatraz. Die Arcatraz ist ja sogar auf normal unglaublich schwer. Einfach nur ätzend. Na, Riese, wirst du jetzt wohl mal aufhören, so einfach mal unseren Druiden zu hauen? Dann hatten wir noch einen Riesen. Er hat die Aufladung immer noch, immer noch. Guck das mal an, jetzt wurde er erst getroffen. Das sieht man ja immer, wenn diese Heilung so weiterspringt, die ich ihm gebe, vor dem Angriff. Das heißt, er ist locker drei Angriffen ausgewichen. Aber leider kommt da eine Patrouille. Wäre schön, wenn wir die nicht adden würden. Wäre schön, wenn wir die nicht adden würden. Oh. Dankeschön. Haben sich kurz dran erinnert. Oh. Stimmt, wir haben ja einen dabei, der gar nicht bei uns ist. Der kann das. Der ist dann überfordert. Oh Gott. Warum machen die Nager jetzt so viel Damage? Weiß auch der Hund nicht, ne? Wieso ist da ein Mond und mit dem Mond wird nichts getan? Uiuiui.
Denn? Healen, overhealen. Oh, cool, GZ. Ja, schön, dass du sie so weiterspielst. Scheint ja wirklich Spaß zu machen. Das ist gut. Dann schlaf gut und gute Besserung. Wie geht's dir ein? Also geht's eigentlich jetzt noch oder wird's besser oder stagniert das eher so? Aber auf jeden Fall gute Nacht und ja, ich freue mich auf morgen. Wird schön. Das erste Mal ein bisschen Classic BC zusammen zu spielen. Ja, das ist schon mal die Hauptsache. Das ist bestimmt auch die, wenn man so ein bisschen die Ruhe hat, so, dann wird das ja nochmal alles besser. Ja, wird schön. Oh, der Hexer steht um die Ecke. Was soll das denn? Damit ich denn da heilen? Du bist ein Gnom. Du bist doch direkt nicht in Sichtfeld. Vor allem nicht von dem Zwerg. Der ist nämlich genauso klein. Raus. Der pullt voll gut. Man sieht schon Qualitäten. Muss man schon ehrlich sehen. Oh. Gut, dass das die ganze Zeit gedauert hat, bis wir diese Hero-Gruppe gefunden haben. Dadurch haben wir so eine entspannte Gruppe gekriegt. Ich meine, klar, man muss trotzdem viel heilen zum Teil, weil ist einfach Hero, aber es ist halt. Ja, ist halt machbar. Ne? Also, was soll ich sagen? Ich glaube, das ändert sich aber auch noch. Ich glaube nicht, dass die irgendwie so chillig bleibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder das Heilen kann, passt wirklich zu mir. Das wäre natürlich schön, weil es macht mir halt echt Spaß. Werden größer. Nochmal mal ohne CC, scheint aber auch zu gehen. Die Gruppen habe ich mir auch zum Beispiel schon viel schlimmer vorgestellt. Weil es sind halt große Gruppen.
Ne? Habe ich schon gedacht, dass die viel doofen, nervigen Schaden machen. Geht der auf mich? Nee. Gehen auf den Krieger. Donhard. Los, was los? Also auch schon stark, dass er jetzt schon seine Hammerschmiedewaffe hat. Ich bin ja nicht ansatzweise bei Schmieden, so bei Schneiderei so weit, dass ich mir mein erstes Timer herstellen könnte. Und dann auch noch Mungo drauf verzaubert, läuft total. Wahnsinn. Was für eine Vorbereitung das sein muss. Auch schon beeindruckend. Also ich hatte allein nicht so Lust auf diese Speedrun-Raids. Ansonsten finde ich das schon cool. Gut zu raiden ist ja mein Ziel, deswegen habe ich ja jetzt auch tatsächlich nochmal eine Gilde gesucht, die zumindest nochmal ein bisschen zielstrebiger ist, wie da, wo ich jetzt war. Die haben gesagt, die seien zielstrebig und dann war bei der Levelphase waren da immer nur 5 Leute online. Habe ich mir auch gedacht, jo, und die Gildenleitung war irgendwie 3 Tage nicht online. Wo ist da Zielstrebigkeit, ne? Deswegen musste da halt dann tatsächlich nochmal Veränderungen her. Aber ich denke, das ist schon eine ganz ordentliche Gilde, wo ich jetzt bin. Nicht Speedrun-mäßig drauf, aber schon konzentriertes Spielen. Achso. Hallo? Ich schmeiß dich mal eben zu mit Licht. Sahen hier wieder 5 Gold beim Händler. Hallo, also sage ich doch nicht nein. Super, wir haben Terrorzapfen gekriegt, schon 5 Lebenspartikel gekriegt. Die sind essentiell fürs Schneidern bei uns. Der Run hat sich durch und durch bis jetzt komplett nur gelohnt. Richtig gut, das ist richtig gut. Auch smarter Pull, so hat er erstmal von allem Aggro. Oh, okay, das war's schon wieder. Die mit meinem Mana gemacht. Saugen die Mana ab oder was? Ich habe doch gar nicht so viel geheilt. Obwohl ich gehe immer die ganze Zeit mit halb Mana um Panzer, damit wir weiter dieses schöne Tempo vorhaben, weil wir kommen ja super vorwärts. Ich meine, dafür, dass das der Hero ist. Klappt das doch wunderbar. Halt so meine Taktik so als Anfängerheiler. Am Anfang, wenn ich in der Hero drin bin, dann versuche ich immer den Tank so ein bisschen zu overhealen. Weil ich einfach nicht weiß, was da an Schaden kommt. Ja, und bevor der zu wenig Heilung kriegt, kriegt er halt mal kurz zu viel. Und wenn ich dann einmal weiß, was in der Ini los ist, kann ich halt die Heilung anpassen. Aber ich fange halt lieber mit ein bisschen zu viel Heilung als zu wenig Heilung an. Bis jetzt scheint das erstmal ganz gut aufzugehen. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch Problemzonen geben bei mir. Moin Kai. Ja,
Also ich muss sagen, also ja, wir schreiben halt nicht viel. Die haben zwar gerade irgendeinen Abkürzungsweg genommen, den kein Arsch kennt. Ja, da sind erstmal 3 Leute bei gestorben. Aber ansonsten ist jetzt nichts gestorben. Es macht auch echt Spaß. Kommt's gut durch. Mir stirbt hier keiner weg. Also man muss sich ja jetzt auch nicht unbedingt blamieren vor der Elite hier, ne? Aber ja. Schatten. Oh, oh. Ist nicht auch kurz vom Ende hier abnippeln. So. Gibt nichts. Hier nippelt keiner. Ja, wie gesagt, ich war halt am Anfang so, ich wollte meine hier Daily Hero Gruppe suchen. Denk mir so, ja komm, damit such da mal einen Heiler. Ich war froh, dann kommst du hier rein und dann wirst du geportet und denkst dir so, alles klar. Weil ist so vor allem hier der Tank, nicht der Tank, der Donehard. Der hat schon hier Schmiedekunst auf Meister, hast du nicht. Waffe mit Verzauberung, hast du nicht. Dachte mir, okay, alles gut. Ja, aber so schon eine sehr angenehme Gruppe. Boss kommt. Ich mag den Boss nicht. Ich hoffe, der kann nämlich widerlich sein. Ich hoffe, ja genau. Das fängt nämlich jetzt schon gerade an, dass er widerlich wird. Hör auf. Ich mache hier Blitzheilung. Der Boss hält ja nicht viel aus. Das ist, sollte bestimmt so geblieben sein. Spuck mich nicht, du Scheiß. Klar, so, da verteilen wir noch eine Heilung, hier noch eine Heilung. Ah, komm. Mit dem Schattengeist. Jetzt kriegt er einen Wutanfall, ich werde... Donhard hat einen Abgang gemacht. Er ist runtergefallen. Was ist denn da los? Hat er Glück gehabt, dass der Boss liegt, dann verschwinden nämlich hier die Piranhas. Vielleicht haben die aber auch gewechselt. Weil ich meine, die sind 70, ne? Und die sind auch schon geradet. Das sind Raid Chars. Da sind schon Epics drin. Und vielleicht haben die auch gewechselt. Weiß ich nicht. Also, weil die haben hier definitiv schon Raid Gear an. Und der Donhard, der hat so eine Hammerwaffe. Also, der sieht mir eigentlich eher nach... Obwohl hier einer hat ein bisschen schlechteres Gear. Ich weiß aber jetzt nicht. Oh. So. Was Mana trinken. Ach Mana, ich hab volles Mana. Ach. Ja. Wo sind wir denn? So, der Krieger kriegt nochmal ein bisschen Heal. Der kriegt nochmal eine große Heal. So. Und jetzt müssen wir irgendwie in... auf Max Range stehen bei denen, das weiß ich, weil dann vieren die rochen nicht. Das ist nämlich was ganz Neues. Finde ich voll gut. Wusste ich lange nicht. Urflechte. Gehen wir mal auf Max Range. Ja, dann ist der nicht in Sichtfeld. Ah, warte mal. Pawns. Sehr gut. So. Ich stehe erstmal hier. Das müsste so weit weg sein, dass man nicht gefiert wird. Außer, dass hier jemand Aggro. Ein Aggro ziehen. Gut, Donhard wird jetzt halt ein bisschen durch die Gegend gefiert. Das ist halt das Los eines Midis hier. Kannst du nicht viel machen. So. Easy peasy. Okay. Oh, da kommen die Glühwürmchen. Machen wir da aber erstmal nicht.
wieder auf Max rangen, damit er mich nicht vieren kann. Ich könnte dem lieben Herrn Kriegermann 4 Schutz geben, damit er nicht immer durch die Gegend rennt. Ja, spart das Laufen. Wenn das überhaupt ein richtiger 4 ist, kann auch sein, dass das so ein 4 Schutz ist. Das gibt es jetzt neuerdings. Ja, das gibt es hier wieder auch. Dass es ein 4 Schutz, ein 4 ist, der vom 4 Schutz nicht gerettet werden kann. Macht ja Sinn. Ist ja auch ein 4 Schutz. Wäre blöd, wenn es funktionieren würde bei einem 4, ne? Der Arme, der rennt hier nur in der Gegend rum. Mal den jetzt aber erstmal hoch zu heilen. Jawohl. Läuft. Okay, der rennt auch jetzt an der Flammenkappe vorbei. Ja, sind aber echt fair. Der hat am Anfang zum Beispiel, hatte ich mir hier einfach alles weggekräutert und hat dann gefragt, oh, wer ist denn Kräuter überhaupt? Da habe ich gesagt, ja, ich. Und dann hat er gesagt, oh, es tut mir leid, bla bla, jetzt kannst du erstmal haben. Ich so, ja, ist mir auch egal, weil ich habe mich aufs Heilen konzentriert. Ist jetzt auch nicht ganz so tragisch, ob ich jetzt ein Kraut mehr oder weniger kriege. Oh, oh. Muss mal ein bisschen Power healen jetzt. Blitz heilen. Komm, komm. Ah. Mit ihrem ollen Gespucke da. Okay. So. Dritter Boss bin ich mal ein bisschen gespannt. Boah, ich hatte gerade eine. Ich habe gedacht, ich hätte den zweiten Boss nicht gelootet. Da muss ich echt dran denken hier in den scheiß Heroes. Wegen dem Hero-Token. Jetzt machst du die Hero und alles, was du haben willst, sind die Tokens und diese lootest du dann nicht. Upp, upp. Ja, aber die Heroes hat Blizzard ja so ein bisschen angezogen. Weil sie die ein bisschen herausfordernder machen wollen wie früher. Muss man sagen. Ja, also. Ein bisschen auf jeden Fall. Also, ich finde den Trash auf jeden Fall schlimmer als die Bosse. Deswegen habe ich auch so Angst vor der Arcatraz, weil da ist der Trash ja eh schon so wie Bosse. Auf normal. Arcatraz normal, gibt es ein Video vom Asmongold. Meine Fresse, hat der sich da drin aufge... das konnte man sich voll gut geben. Der war voll am Verzweifeln. So eine stupid Bullshit, Ini. Bosse hauen, Twech haut zu wie Bosse. Mega fett. das war so fett, cool, ey. Meine Güte. Asmongold war vorgestern im Stream 8 Stunden lang bei Gruul und hat den immer noch nicht gelegt. Der ist ausgerastet. Das war. Also ich guck den ja nicht oft, aber da habe ich echt, da habe ich unterm Tisch gelegen. Richtig gut. 8 Stunden. Hallo, hör mal auf. Oh, blöde. Das ist, wenn Rochen aus dem Wasser rauskommen, dann fangen die direkt an zu vieren. Die aufhaltbare Macht, die brauche ich. Warte mal. Ja, 71 hier, da. Da hat mir die einer weggelootet, scheiße. Nein. Gut. Dann weiter geht's. Hab ich Mana? Ich hab Mana, dann kann ich den jetzt wieder beschießen. Bumm. Oh Gott. Das könnte ein Big Pull werden. Bitte mach das nicht. Mach das nicht. Jetzt keine überdimensionalen Sachen machen, kurz vor Schluss. Sehr gut. Das ist nett. Schießen wir, beschießen wir dich besser nochmal, bevor das ausläuft. Heilen dich mal kurz. Und dann. Heilung auf den Bären. Bären sind halt Bombe. Mit dem Add-on. Wie gesagt, Gruppentanks sind Pala natürlich besser, aber ich freue mich so, wenn die Bären richtig gegiert sind. Wenn die einfach nicht mehr getroffen werden, kannst du wahrscheinlich als Heiler Schaden machen in den Heroes. Und die bauen halt, finde ich, am schnellsten Aggro auf einem Single-Target zumindest. Wenn du nicht AE auf Aggro aufbauen musst. Ich weiß immer, dass unser Krieger-Tank damals an dem Druiden verzweifelt ist. Der hat einfach nicht die Aggro aufgebaut wie ein Druide. Das ist. Bombe. Und wenn du ihn noch spielen kannst, ist definitiv der schwerste zu spielende Tank, finde ich.
Mir haben die Guides für den Priester auch tatsächlich sehr geholfen. Also ich lese ja nicht viele Guides, aber beim Heilen habe ich doch damit tatsächlich mal ein bisschen angefangen, weil wenn du nach 16 Jahren so ein bisschen Neuland betrittst, zumindest mainmäßig zu heilen, wo du Raids und sowas heilen musst, dann sollte man das vielleicht dann doch tun mit Guides, auch wenn das natürlich Bullshit ist, was da drin steht. Quatsch. Agro? Nee, der Magier hat Agro. Wir schilden ihn einfach mal. Dann kann dem Glastank auch nichts passieren. Das läuft schon echt entspannt eigentlich. Ja, da kann man echt nichts sagen. Die Sauerkraut suchen auch Heiler wie blöd. Also die posten relativ regelmäßig im Suchen nach Gruppe, dass sie unbedingt Heiler suchen. Der Rest ist wohl komplett voll bei denen, aber denen fehlen Heiler. Ich, ne, nichts für mich. Wie gesagt, Speed Raiden ist absolut nichts für mich, aber jeder, der die Ambition hat, der Schnellste zu sein, ist natürlich da bestens aufgehoben. Muss man so sehen. Aber wie gesagt, durch den Gildenwechsel jetzt bei mir nochmal, bin ich da auch recht optimistisch, dass das zügige Raids werden. Wir haben jetzt in einer Stunde in unserem ersten Kara Raid in einer Stunde die ersten vier Bosse gemacht und das ist schon okay. Also in der, nee, dreiviertel Stunde. Wir haben ja zwei Raid-Tage, das heißt am Montag kommt dann der Rest. Schon eigentlich gut. So. Wir haben da halt, und wir halten das auch schon so, dass Leute draußen bleiben in der Gruppe und reinrotieren, je nachdem bei welchem Boss wir machen, für welchen Loot hast du nicht, optimieren das. Ist schon nicht schlecht. Außer natürlich, du bist Heiler, da darfst du überall dabei sein, weil Heilermangel. Warte mal, ich heil dich mal eben. Krieger, renn doch nicht weg. Mann, lass dich doch nicht mehr so vieren. Du bist ein Krieger. Sehr schön. So, ich hoffe, wir machen erst den Riesen, bevor wir uns an den Boss machen, weil ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn der geaddet wird. Beim Bosskampf. Das kann leicht passieren, weil die Riesen so eine große Aggro-Range haben. Der Donut hat wieder Agro. Sehr schön. Und dann wollen wir mal. Inventar ist noch nicht voll, das heißt, ich kann würfeln. Boah, wer blickt denn bei so einem Inventar noch durch? Keiner, ne? So. Was eine Truhe. Mach einfach auf. Das haben sie auch gut gemacht. Oh. Oh, Mana. Boah, wie cool, wie nett ist der denn? Danke. Oh, ich bin im Kampf verwickelt. Ja, dann mache ich das danach. Was soll's? Jemand. Ah, voll nett. Die haben gesagt, ich darf die Truhe aufmachen, weil da Mana-Tränke drin sind. Mega cool. Oh, oh. Jetzt nicht als Belohnung den Tank sterben lassen. Hier, hör auf. Sehr gut. Nein. Ach, du Scheiße. Boah. Boah, weiß der denn, was da drin ist? Ah. Ach so, weil auch das grüne Item aus der... habe ich gar nicht mitgekriegt. So, hier werde ich jetzt immer in Nahkampf-Range stehen. Weil ich habe gelernt, wenn du in der Nahkampf-Range bei dem Boss stehst, dann benutzt er seine Schüsse nicht auf den Heiler. Weil die Heiler, wenn er seinen gezielten Schuss einsetzt, dann kann das auch schon mal One-Hit sein. Gerade auf Hero. Für den Heiler. Natürlich nur. Vor allem für den Priest, der mit 6900 Leben hier rumrennt. Das ist einfach nix. Der Tank hat doppelt so viel wie ich. Und dann kriegst du auch dauernd die ganze Zeit nur Sachen als Priester, wo keine Ausdauer drauf ist, damit du noch schneller stirbst. Trotz und Schmerzfall. Okay. So, jetzt hoffen wir mal, dass der Boss gut funktioniert. Ich hab da ein bisschen... Oh, oh. Oh, oh. Alter, okay. Nein, 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 nein. Hör auf damit. Hör auf damit! Du Scheißteil! Soll ich den denn heilen, wenn ich geschubst werde? Oh. Bestie, gehorche deinem Meister.
Okay, der ist weg. Boah, was ein... Alter! Nein, jetzt willst du auch noch in der Eis... Okay. Heilen, 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 heilen. Hallo, was ist denn hier mit dem Boss los? Jetzt warte ich, bis hier ein bisschen Leben... Sag mal. Ich bin auch beeindruckt. Boah, haben wir das doch geschafft. Nicht schlecht, oder? Oh, warte mal. Ich muss hier, da. Abzeichen nicht vergessen. Ich hätte fast schon wieder das Abzeichen vergessen. So, dann. Erstmal trinken. Ja, Goldsäcke merkt man. Also der Tots hier ist ja mit dem Mage schon Kräuterkunde und Bergbau. Der ist wie ganz schön am Cachen. Aber ist klar, wenn du allein schon jede Klasse auf 60 hast. Hm? Ich meine, du machst allein. Also, ich habe ja nicht Optimum gelevelt. Ich habe zwei viele Innis gemacht und so weiter und so fort. Ich habe beim Leveln von 60 auf 70 circa 1000 Gold allein gemacht. Und wenn du das dann nur optimierst, was meinst du, was da Geld rausguckt? Ja! Es pullt der. Warte doch mal. Ich war ja noch am. Scheiße. Fuck. Ich war doch noch. Gar nicht da. Ja, fuck me hard, ey. Aus Kanada. Ja, krass. Natürlich genau nachdem der Seelenstein ausgelaufen ist. Ja, richtig. Oh. Bin ich halt nicht schnell genug hingekommen. Da war ich noch hinten dran, Mana am Trinken. Blöd. Aber egal. Das war jetzt der letzte Mob vorm Endboss. Da kann man ja auch mal einen Vibe reinhauen, ne? Dann kann man wenigstens sagen, ey, guck mal, wir sind in der Heroini. Sonst hätte keiner den Unterschied gesehen, oder? Ja. Oh, ist eine gute Herausforderung. Wenn du echt noch nicht so erfahren im Heilen bist, ist so eine Hero echt schon... Puh. Aber okay, finde ich trotzdem gut. Der Ruf müsste eigentlich großartig sein hier, oder? Wir gucken mal nach dem Ruf. Weil, wie gesagt, die wichtigste Fraktion eigentlich für uns. Da ist sie respektvoll. 6400 von 21.000. Ja, geil. Du brauchst immer noch 15.000 Ruf bis zur Offend. Ernstfestes Respektvoll und wir brauchen halt wie gesagt noch ein paar respektvolle Dinge, um uns die Hero-Keys für die anderen Sachen noch zu holen. Allein wir brauchen glaube ich erstmal 41 Marken davon, damit wir uns unser besten Slot-Schmuckstück mitholen können. Wenn wir uns von die Offhand erstmal werden wir nicht holen für die Marken, weil es gibt es einfach für Ruf. Wieso sollte ich dann 41 Marken von Offhand aussortieren? Das macht auch keinen Sinn. Ist sie denn auch eine Kanadierin oder ist sie Deutsche und lebt nur dort? Weil ich meine, gerade so bei so Top-Gilden, Speedrun-Gilden, hast du nicht, sind ja auch durchaus schon mal, ne, dass da, ne, dass man da halt englischsprachige Leute zum Beispiel hat. Oh Scheiße, wir haben da am Anfang ausgelassen, jetzt müssen wir wieder durchs Wasser. Donhard. Wieso hat er denn ein Schild? Warum hat er sich denn jetzt umgezogen? Ach, der wollte. Ja, macht ja Sinn. Der hat wahrscheinlich noch schnell versucht, weil der Tank umgekibbelt ist, zu switchen. Hat das nur leider leicht verbraucht. Hat einfach nicht mehr gebreit. Der hat halt direkt in die One-Hit-Kelle gekriegt. Die Riesen sind halt riesig. Im Schaden und in allem anderen. So. So. Und so. Ach ja, gut. Passiert halt. Das ist aber wieder was. Die Hero gestern sah grauenhafter aus. Da hatten wir einen Hunter. Boah,
Der war wirklich schlimm. Der hat schon auf die Mobs geschossen, bevor die Mobs überhaupt mal beim Tank waren. Das war der absolute Horror. Alle hatten Aggro außer der Tank am Anfang. Bis der mal verstanden hatte, dass man da Hero drin ist und die Mobs one-hitten können. Danach hat es übrigens gut funktioniert. Jetzt müssen wir wieder hier durch. Ja, danke. Er gibt mir schon mal einen Seelenstein. Er rechnet also schon damit, dass ich hier wieder an den Fischen sterbe. Weg jetzt, ihr doofen Fische, weg! Ich will Magier retzen. Dass die jetzt mal diesen Weg gehen, das ist halt, ne? Für den Stoffi schon böse. Nur noch im Kampf. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich schon wieder im Kampf verwickelt. Warum? Ah, da ist noch einer. Fuck me hard, Alter, was ist das denn? Also das ist jetzt Bullshit. Weißt du, das ist... Also das verstehe ich halt einfach wirklich nicht. Das sind zwei Trash-Mob-Gruppen. Okay, wir müssen... Wo ist denn der... Wo liegt er denn? Da hinten? Nee. Ja, wo ist denn die Leiche jetzt von dem Druiden? Oh nein. Nein! Das ist die Druidenleiche? Das ist die Druidenleiche. Warte. So, da. Bin im Kampf verwickelt. Boah, Alter, ist das ätzend hier. Jetzt könnte ich retzen, jetzt ist hier wieder ein Fisch. Also weiter hoch. Unterbrochen. Schon wieder im Kampf. Alter. Ach jetzt, ja, weil Tots den Pech jetzt geholt hat. Okay. Nein, sie fällt wieder ins Wasser. Oh Gott. Jetzt schiebt sie den. Mach doch. Achso, reporten ihn. Okay. Ah, okay. Mhm. Das Schwerste an der Inni ist die Abkürzung. Die eigentlich kein ist, also wir lassen damit nur zwei Trash-Gruppen aus. Wenn alles gut geht, dann ist das wahrscheinlich eine Abkürzung, aber da, wie gesagt, das sind nur die Bobs, die da stehen hier vor uns. Also in der Zeit bist du aber eigentlich, selbst
Wir müssen ja die ganze Zeit durchs Wasser teilweise, also da bist du doch eigentlich schneller, wenn du die paar Mopsel-Moppels noch mitmachst. Aber ist nicht schlimm, wie gesagt. Sind wir ja auch nicht sauer, die haben wir schon geschrieben. Hm? Ne? Das ist das Wichtigste. Aber er hat gerade einfach gepult, ohne zu gucken, wo der Heiler ist. Das sind wahrscheinlich dann so Automatismen, wenn man normalerweise die Gildenheiler hat wahrscheinlich, ne? Und dann wissen die genau, wann wie weiter gepult wird. Und dann ist da auf einmal der Random-Heiler noch am Kräuter pflücken. Ja. Das ist dann Hero nicht gut. Kräuterpflückender Heiler und direkt pullende Tanks. Bin ich leider nicht schnell genug bei ihm. Aber ist okay. Ich meine, wirklich, das ist jetzt noch ein Mob. Der Endboss, der macht mir so ein bisschen Gedanken, weil der macht halt einen Kettenblitz. Und der macht halt auf 9 Hero schon genug Schaden. Und ich weiß jetzt einfach nicht, ich hoffe einfach mal, dass das nicht ganz so problematisch und nicht ganz so schlimm wird. Ich meine, du kriegst allein schon für die Quest 25 Gold und nochmal 2 Hero-Abzeichen. Also Minus machst du da eh nicht. Es rechnet mit dem, was hier noch alles rauskommt, immer mit der ganzen Kladderadatsch. Das ist auch nicht das Problem. Ja, ist ja auch so, ist ja auch richtig. Ich sag ja aber auch allgemein, selbst wenn du nicht dieses Optimierte hast, bist du einfach in der gildeninternen Truppe, bist du einfach so deine Abläufe gewöhnt. Ja, also wo ich noch Tank war, das war ja immer in die Zeit, wo ich noch in der progressreichsten Gilde war. Da hast du einfach so deine Abläufe und die machst du dann halt einfach, auch wenn du dann mal andere dabei hast. Und dann habe ich als Tank da auch voll ins Gras einfach gebissen, weil ich dachte, ja, ich mach das immer so. Oh, tot. Der Heiler wusste es nicht. Das ist schon in Ordnung. Allerdings ist die Abkürzung trotzdem jetzt nicht. Ja, weiß ich nicht. Weißt du, weil da sind ja auch, ist auch hier der. Die anderen beiden Stoffe sind ja dauernd verreckt an den Fischen, also das glaube ich ist nicht wirklich, weiß nicht, ob sich das lohnt. In der Zeit zwei Gruppen machen, die beide ja noch immer einen Ruf geben. Ja, warte auch mal. Können die den Zwerg mal hier irgendwie auf den Händen tragen oder so? Mit den kurzen Beinen komme ich überhaupt nicht hinterher. Die haben von Grund aus schon irgendwie schnellere Bewegungsgeschwindigkeit oder so. Deswegen können die auch schneller spielen. Guck mal, wo die da sind, Alter. Was ist denn hier los? Hallo? Ja gut, das Schnellste habt ihr ja im letzten Raid hingekriegt. Habt ihr euch den Titel ja nochmal gerade eben auf die Fahne geschrieben, sage ich mal. Aber ist ja auch okay. Letzter Raid zählt genauso, als wenn es sonst was wäre. Ist ja nun mal so. Hätten ja auch andere noch mal was versuchen können. Oh. Ach so, jetzt habe ich Damage. Ah, Damage hat aber noch einen Ausdauerbuff. Ist okay. Gut. Ja, jetzt gehe ich aber noch mal ans Kraut. Ich versuche es nochmal. Jetzt bitte nicht den Riesenpullen in der Zeit. Bitte, 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 bitte. Okay, danke. So, alles klar. Dann. Ach, der hat gerade den Stab gekriegt vom Boss hier. Vom dritten. Wo ist der Stab jetzt nochmal gedroppt? Ich krieg das nicht mehr mit als Heiler. Ne? Ich bin einfach nur so fokussiert. Ah, deswegen macht das auch so Spaß. Als DD war ich einfach nicht mehr richtig fokussiert. Auch irgendwie war einfach nichts Neues mehr. Das ist wie in der Anfangszeit als Tank. Da war ich auch so unfassbar fokussiert. Deswegen war ich da wahrscheinlich auch in meiner WoW-Laufbahn, sage ich mal, in der am meisten Progress unterwegs am Anfang als Tank, weil mich einfach dieses Fokussieren auf den Char so viel Spaß gemacht hat. Was? Ja, gut. Ah. Danke.
die ganze Zeit war ja eigentlich eh schon nur zwischen euch und Praetor das Ganze am Laufen. Allein der First Kill wirklich in der einen Nacht ging an Riot, glaube ich, ne? War das so? Riot, ne? Oder wer hatte den First Kill? Das war nämlich eine Gilde, wo man ja eigentlich gedacht hätte, ja auch der First Kill, entweder Praetor oder Sauerkraut. Und das wurde dann Riot, meine ich, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Eigentlich... Oh Gott. Blitz, kein Kettenblitz, kein Kettenblitz, kein Kettenblitz, kein Kettenblitz, kein Kettenblitz. Hallo. Okay. Ich heile jetzt einfach. Ich hoffe, es gibt keinen Kettenblitz. Dann nehme ich keinen Seelenstein. Der ist beim Abkürzen draufgegangen. Schweben auf Wasserelementar. Ja, das ist schön. Machen wir mal die Kürze. Weißt du, die Abkürzung, weißt du, da stirbst du bei. Und hier kriegt keiner Schaden. Keiner? Den ganzen Kampf nicht? Ich heile jetzt auch so... Ah, da, der Krieger. Okay. Nein. Boah, jetzt kriegt er aber richtig viel Schaden. Was passiert da? Okay. Abhärtung. Ja, bestimmt. Abhärtungswertung. Was ist das? Schwere Rüstung. Braucht auch keiner. Kill des Dings, schwere Rüstung, ja richtig, und Urneser. Urneser würde ich auch magieren, einfach mal, würde ich sagen. Und dann brauchen wir natürlich noch das Ei der Schattenmutter. Das ist nämlich das Quest-Item. Und das ist die vierte Marke. Richtig. Pulio. Ja, nice, das ist. War doch cool. Danke fürs Mitnehmen. Schöne. Oh. Wow, eine 9 gewürfelt. Eine 9. Natürlich. Ich hätte ja mal was kriegen können, wo was ich richtig... Warte mal. Einen großen Prismasplitter. Dankeschön. Voll cool. So. Sehr cool. Hat aber Bock gemacht. Hat aber Bock gemacht. Vor allem, weil es regulär komplett ohne irgendein Vibe lief. Das war die Abkürzung, war halt das Einzige, was wirklich aufgehalten hat. Und das hatte jetzt weniger mit. Nein zu tun, sondern. Das ist gut. Das ist okay. Darauf kann ich doch aufbauen. So. So. So, dann gehen wir die hier mal ab. Ey, der Schattenmutter. So, zwei Zeichen mehr. Oh, das gibt nochmal 350 Rufe am Konsortium und 350 Rufe der Expedition des Szenarios. Hat sich das ja auch nochmal doppelt. Schön. Jagermuschelfleisch, das kannst du dir wirklich langsam so ein Schinken. Der große Prismasplitter ist natürlich Gold wert, ne? Den werden wir uns natürlich auch erstmal auf die Bank legen. Die Quest sogar auch gemacht heute. Gefällt mir. Ja, so. Die Naru haben uns nicht vergessen. So, die Abzeichen haben wir auch hier auf der Bank. Richtig, haben wir jetzt 11. Boah. Jagermuschelfleisch, das tun wir einfach mal da runter. Hier haben wir nochmal Ditte. Das Urleben machen. Herzlichkeit walten. Öffnet euer Herz. Urleben. Was haben wir hier noch? Bluthibiskus. Richtig. Netherblüten gehen zum Krieger. Die Traumwinde auch. Das Teufelsgras auch. Flammenkappe auch. Urflechte auch. Terrorkappen auch. Alles klar. Wir haben alle Kräuter ungefähr, die es im Spiel gibt, einmal gesammelt.
Prismasplitter. Er kommt da rein. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Das denke ich auch immer. Das möchte ich gerne mal meinem Arbeitgeber vorstellen. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Genau das sage ich immer, jeden Tag. Und er will es mir nicht glauben. WoW hat die Weisheit mit euch, sage ich euch. Ja, richtig, genau. Das habe ich halt so auch. Und ich war ja am Ende noch, wie gesagt, in dieser Molten Koko mit meinem Priester drin. Da waren ganz viele von Sauerquartz und auch welche von Pretor drin. Und die haben eigentlich auch kein, irgendwie auch kein gutes Haar an, teilweise an Riot gelassen. Die waren irgendwie, irgendwas fanden die an den Leuten da überhaupt nicht toll. Konnte ich halt, habe ich halt nichts gesagt. Was sollte ich wissen, ne? Aber ist okay. So. So sieht das jetzt halbwegs, ja, so halbwegs brauchbar sieht das hier immer noch nicht aus. Aber gut, das war jetzt schon mal die Heroini, die nächste. Hat riesig Bock gemacht, also ich sehe, dass ich auf dem Heil auf jeden Fall spaßmäßig richtig bin. Und dadurch, dass mir die Leute jetzt auch nicht bei den normalen Gegnern umsterben, sondern nur, wenn wir abkürzen, finde ich das auch eigentlich ganz okay. So, ich mache jetzt mal ganz kurz eine Toilettenpause und Getränkeholpause und dann machen wir weiter. Und ich muss wahrscheinlich hier das Fenster zumachen wegen dem Licht, sonst kommen hier gleich die ganzen Mücken rein. Hilfe, ich will nicht Fenster zumachen. Naja, bis gleich bei mir.